Auf dem Bauernhof wünschen sich viele. Für die Gäste ein Riesenspaß. Doch für die Bauern geht die Arbeit immer weiter. Auch einen Kaffee? Oh, das tut mir leid. Ist das was Wichtiges? So unwichtig wie das alles hier. Reine Zeitverschwendung. Die wollen uns Bauern das Leben schwer machen, diese Bürohengste. Wieso welche Bürohengste? Na, diese Erbsenzähler, Sessenfurzer, Kontrolleure. Qualitätsmanagement, Milch. Aber Vinzenz, das ist wichtig. Das ist ja bares Geld. Ja, dann stell halt nicht den Becher drauf. Wir müssen diese Prüfung bestehen. Wir brauchen die Prämie. Der Milchpreis sinkt und sinkt. Das weiß ich doch. Darum zählt jeder Cent. Oh. Was hat er denn, der Oswald? Das ist nicht nur der Oswald. Huhu, wir sind wieder da. Komm. Das ist ja mal eine Überraschung. Für mich auch. Los. Na komm. Ihr habt auch. Ja. Ups, ja. Ja. Wie lange ist das jetzt her, dass Sie bei uns waren? Ja, genau. 133 Tage. Also die Kleinen sind jetzt 8 Wochen alt, plus die Tragezeit. Süß! Darf ich ihn streicheln? Ja, klar. Aber vorsichtig, die beißen manchmal. Also nicht fest. Schon klar, sie üben noch. Sind das etwa... Ja. Das sind doch nicht... Doch. Oswalds Kinder? Genau. Haben Sie, ich meine, sind Sie ganz sicher, dass... Einen Vaterschaftstest habe ich jetzt nicht machen lassen, wenn Sie das meinen. Aber man sieht's ja auch so. Na klar, ist doch ganz der Papa. Hast du gut gemacht, Alter. Sagen Sie, Sie hätten jetzt nicht zufällig Verwendung für noch einen zweiten Bernhardiner. Oder einen dritten. Oder vierten. Paulina verlor keine Zeit, die Nachricht von der Bernhardiner-Lawine in Waldorf zu verbreiten. Das darfst du nicht, Groggy. Davor kriegst du schrecklichen Durchfall. Groggy? Es ist ein Gehwurf. Ah, das heißt, sie fangen alle mit Geh an. Oh, der ist ja super süß. Willst du einen? Könnte ich denn einen? Sogar zwei. Zu schade. Also ich würde natürlich gerne, aber ich kann nicht. Ivan verträgt sich nicht so mit anderen Hunden. Oh, aber ich kann dir bei den Namen helfen. Sie haben schon alle einen. Gorgi, Gala, Georgette. Wo ist Greg? Greg! Greg ist weg. Greg! Greg! Bist du denn sicher? Womit? Dass es wirklich Greg ist. Ich meine, die sehen doch alle gleich aus. Und du kennst sie erst seit ein paar Stunden. Ist doch egal. Er hält eh nicht auf seinen Namen. Greg! Hallo, Kinder. Hallo. Hallo. Wo finde ich denn die Grieshabers? Josephine und Vincent sind im Garten, glaube ich. Da lang. Was wollen sie denn? Doch, das sage ich denen schon selber. Danke.
so süß sie sind, und sie sind ja wirklich sehr süß. Aber ich kann die unmöglich alle behalten, Karline. Ja, wir auch nicht. Auch wenn wir mitschuldig sind, gewissermaßen. Ja, wir werden schon Abnehmer für sie finden. Ja, eher hier als in Berlin, oder? Ich finde, Hunde gehören nicht in die Stadt. Ja, aber wenn man da mal einen hat, dann behält man ihn natürlich. Hm. Stimmt's? Ich gehe melken. Sie entschuldigen mich. Herr Grieshaber? Nissel, Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelhygiene. Sie hatten doch nicht das Vergnügen. Ich bin hier für die Qualitätssicherung. Wir sollten am besten gleich loslegen. Wollen Sie nicht erst noch eine Tasse Kaffee trinken, Josephine Grieshaber? Nein, danke. Ich habe noch ein paar mehr Höfe auf dem Zettel. Ja, dann kommen Sie gleich mit. Ich wollte eh gerade melken gehen. Das muss warten. Wir arbeiten erst die Checkliste ab. Ja, dann. Ja, dann. Na, Sie kennen das ja, Herr Grieshaber. Ja, sicher. Führen Sie den Hof schon lange? In der fünften Generation. Also mein Na, dann ist es ja Routine für Sie. Sind wohl jede Menge Kinder am Hof? Ja, Kinder. Haben Sie auch? Nein. Leider. Geht's da lang? Ja. Der Bestand ist frei von Tuberkulose, Brucellose? Ja, ja, selbstverständlich. Keine Anzeichen von ansteckenden Krankheiten in den letzten Wochen? Nein, nein, nein. Wir haben hier einen ganz guten Tierarzt. Das ist der Dr. Hansen. Mhm. Kennen Sie ihn? Hat einen hervorragenden Ruf im Landkreis, der Herr Doktor. Hervorragender Arzt, wirklich ein hervorragender Arzt. Bisschen penibel. Das ist ja genau das, was ich mir von einem guten Veterinär wünsche. Keine Wunden an den Eutern. Wir achten auf unsere Tiere. Ja, sie wirken allerdings etwas gestresst, als würde irgendwas sie nervös machen. Gestresst? Hier ist niemand gestresst. Wo ist diese? Was machst du denn hier? Was soll das? Diese kleine Hund. Was? Sind die Hunde im Stall? Hunde? Nein. Das ist ja kein Hundestall, das ist ja ein Kuhstall. Was soll denn der Aufstand? Du siehst doch! Aber... Gibt's ein Problem? Problem? Kein Problem. Gut, Liegeplätze sind sauber und trocken. Wie unsere eigenen Betten. Prima. Dann ist ja hier alles in bester Ordnung. Kann ich dann bitte den Kühlraum sehen? Na klar, hier lang bitte. Wir reinigen hier immer direkt nach der Abholung. Das ist ja auch Vorschrift, Herr Grieshaber. Wer hat denn hier noch Zutritt? Meine Frau und ich und unser Mitarbeiter. Da achten wir sehr streng drauf, dass... Hat nicht eben die Tür offen gestanden? Die Tür? Die Tür? Nein. Da haben Sie sich verhört. Das war ein Versehen. Ausgeschlossen. Die halten wir immer geschlossen. Vinzenz! Jetzt schmack doch mal aus! Also, wie erklären Sie sich das? Ja, sowas passiert halt. Materialermüdung, Verschleiß. Sagten Sie nicht, die Anlage sei neu? Nein, Herr Grieshaber. Das hier sind eindeutig Bissspuren. Ach, Frau Nissel, das ist ganz sicher ein ganz unglücklicher Zufall. Na, ich würde ja eher von Glück reden, dass ich heute hier bin, um diese Missstände festzuhalten. Wenn Sie die Kammer hier nicht richtig verschlossen haben, dann haben Sie sich wohl Marderzugang verschafft. Marder? Niemals! Oder sogar Ratten. Also,
Nein, Frau Nissel, nein, das ist nun wirklich ausgeschlossen. Wir achten hier wirklich strengstens auf Sauberkeit. Also Ratten. Gut, kann ich dann bitte die medizinischen Belege prüfen? Die Belege des Tierarztes. Sie müssen doch ein Stallbuch führen. Natürlich. Führen wir ein Stallbuch. Vinzenz, holst du es bitte? Sagen Sie, kann das nicht sein, dass dieser Schlauch einfach schon defekt geliefert worden ist? Was soll ich jetzt für dich tun? Herrgott, es geht doch nicht um mich. Ah, nicht? Nein, nicht nur. Es geht um den Hof, um Josephine, um die Familie. Also um die Kühe? Ja, genau, die Kühe. Die Frau, die kann mich fertig machen. Die schreibt einen Katastrophenbericht. Aber was hast du ihr denn gesagt, was mit dem Buch passiert ist? Vinzenz, du hast dir doch nicht gesagt, dass ich dafür verantwortlich bin. Ja, aber das ist doch für dich kein Problem. Ich meine, die Frau ist doch ein Fan von dir. Du hast doch alles da, Behandlungsprotokolle, Tierpässe. Du kannst es mir doch kopieren. Ich kann das nicht einfach kopieren. Ich muss jeden Beleg handschriftlich abschreiben. Du hast einen Gut bei mir. Die Frau, die reißt mich rein. Im Extremfall nimmt mir die Molkerei keine Milch mehr ab und die Nachprüfung kommt. Jetzt lass mich doch nicht verzappeln, Herrgott! Aber du wirst doch irgendeine Lösung finden. Du bist doch Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister! Hier ist der Bürgermeister. Von Waldau, Grieshaber. Das war ja nur vorübergehend die Frau Hansen, ja. Weswegen ich anrufe. Qualitätskontrolle Milch. Genau. Das haben Sie schon auf dem Schreibtisch. Ah, verstehe. Sie dürfen keine Informationen. Klar, verstehe. Ich wollte nur sagen, bei uns ist eigentlich alles in Ordnung. Eigentlich. Darf ich Sie später noch mal zurückrufen? Was ist denn hier los? Diese blöde Hund! Hetze Kühe! Dieser blöde Hund. Das hat er aber nicht von dir. Wir haben ihn! Oder sie! Mann, die machen ja alle verrückt. Ist das nicht Greg? Nein, der hat doch ein viel helleres Gesicht. Das ist Gorgi. Gorgi, du sollst doch nicht immer die Kühe jagen. Die geben dann nur noch Schlagsahne. Wir müssen die aber schon schnell loswerden. Weil ansonsten verliert Gries aber seine Lizenzen, dann darf er keine Milch mehr verkaufen. Und am Ende verliert dann auch noch Papa seinen Job. Wo ist denn dieser Greg schon wieder? Herrlich. Ist wieder so herrlich bei Ihnen. Haben Sie meine Welpen gesehen? Ja, ich glaube, die Kinder sind mit Ihnen unterwegs. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie alleine Kaffee trinken? Ich müsste noch in den Stall und... Ach, jetzt setzen Sie sich kurz zu mir her. Sie müssen ja auch mal relaxen. Na gut. Ja. So ist gut, ne? Ja, die Kaline geht kaum noch bei Fuß, wenn der Oswald nicht dabei ist. Das muss große Liebe sein. Ja. Aber was soll ich machen? Ich kann den jetzt nicht auch noch mit nach Berlin nehmen. Darf ich? Ja. Machen Sie sich Sorgen? Ja. Also, das mit dem Schlauch tut mir echt leid.
Den ersetze ich Ihnen natürlich und das Buch. Wir sind ja versichert. Naja, da kann nur eine Versicherung gar nichts ausrichten. Die können uns ja keine medizinischen Belege ersetzen. Keine Angst, Frau Grieser, aber diese Zimtzicke wird Ihnen schon nicht den Hof zusperren. Was kann denn schon passieren? Ist doch alles herrlich hier. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Wir haben jetzt die neuen Fotos reingestellt. Die sind wirklich so süß. Du sagst es. Ich rufe zurück, Paulinchen. Ich weiß, dass sie dringend Abnehmer braucht, aber so einfach ist das nicht. Und zusammenbleiben können sie auch nicht. Wer kann schon 4 Bernardiner gleichzeitig aufnehmen? Okay, bis dann. Ich hätte ja nicht gedacht, dass sie so niedlich sind. Können wir nicht doch einen? Vergiss es. Oder 2. Vergiss es doppelt. Ja, ja. Warum müssen die auch so groß werden? Naja, was soll ich jetzt als Anzeigetext schreiben? Schreib. Wir suchen ein neues Zuhause. Das klingt so kitschig. Hast du was Besseres? Was Besseres als ein Zuhause? Gibt's nicht. Siehst du? Jetzt einen Brief ans Landesamt für Lebensmittelhygiene. Gut, gut. Ja, aber wie soll man das erklären? Hiermit versichere ich Ihnen, dass normalerweise keine kleinen Bernardiner in unsere Milch sabbern? Das stimmt doch. Wir hätten es eigentlich verdient, dass man uns in Ruhe lässt. Hm? Na, Vinzenz. Den lässt man schon in Ruhe. Oh, noch nichts. Viele Klicks auf der Seite, aber keine, der die Kleinen wirklich will. Wow. Hey, würdest du bitte... Ich hau ab, putz im Badezimmer weiter. Das ist ja aber immer noch mein Zimmer. Du bist voll eklig. Schau, das war deine Schuld. Ja, klar. Dann nehme ich halt einfach dein Kissen. Wer? Das ist ja wohl echt nicht wahr. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Keine Ahnung. Früher haben Bernardine alles Mögliche gemacht. Lawinenopfer gefunden und ausgegraben. Milchwagen durchs Dorf gezogen. Wenn die Kleinen was Sinnvolles tun könnten. Dann würden wir sie leichter losbekommen. Genau. Oh. Hör auf! Während Oswald stolz auf seine neue, große Familie war, überlegten wir Menschen eher, wohin mit den vielen Welpen? Vinzenz! Josephine und Vinzenz bekamen, wie erwartet, ein schlechtes Ergebnis. Aber manche Probleme sind gar nicht so schwer zu lösen. Wenn wir sie gemeinsam anpacken. Alles in Ordnung bei dir, Josephine? Geht's dir nicht gut? Ja, ging schon besser. Die Molkerei streicht uns wahrscheinlich von der Lieferantenliste. Was? Euch? Ja. Eure Milch ist doch wunderbar. Euer Hof ist doch picobello. Ja, sag das mal der Inspektorin. Jetzt müssen wir auch noch wegen der Nachprüfung zittern. Wenn wir nichts anderes zu tun hätten. Das habt ihr, weiß Gott. Und alles nur, weil ein paar kleine Bernardiner Welpen... Wird man hier eigentlich auch mal bedient? 1,50 Euro der Liter Milch? Im Supermarkt kostet die Hälfte. Ja.
Sie sind hier aber nicht im Supermarkt. Ich komme gleich. Josephine! Schauen Sie sich doch mal um. Kein Neonlicht, keine Tiefkühltruhen, keine abgeätzten Kassiererinnen, nur frische Ware, knackiges Gemüse und Milch frisch von der Kuh. Wollen Sie die kaufen? Ja, genau. Wollen Sie die kaufen oder wollen Sie meckern? Dann erkläre ich Ihnen nämlich mal, warum ein Liter Milch so viel kostet. Josephine? Ja, weil die Kuh nämlich auch auf der Weide stand und nicht nur im Stall. Ja, ja, und weil sie frisches Futter bekommen hat und nicht nur Silage und so, weil ein Liter frische Milch ebenso viel kostet. Josephine? Ja, lass mich doch mal. Das muss doch einfach mal gesagt werden. Klar, du hast schon recht, aber schau mal. Herr Grieshaber! Frau Inspektorin! Ich hab hier was für Sie. Schon klar, Ihr verdammtes Klemmbrett. Ah! Sind wegen der Nachprüfung da, nehme ich an. Unter anderem. Oh. Ja, ich dachte mir, es ist besser, wenn die Kleinen auf einem Knochen rumkauen, als auf ihren Milchschläuchen. Sie hätten mir das ruhig sagen können mit den Bernardiner-Babys. Ich habe sie im Internet gesehen. Wir hatten auch welche, als ich ein Kind war. Die sind ja nicht zu bremsen, aber so süß. Ja. Na, dann noch mal von vorne, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Süß. Ich nehme 3 davon. Wie jetzt, von den Bernardinern oder von der Milch? Na, wenn Sie mich so fragen, sind die denn auch zu haben? Sind sie. Wollen Sie denn einen? Aber die erste Frage ist, haben Sie genug Platz zu Hause? Naja, ich habe einen großen Garten. Und die zweite, können Sie jeden Tag mit dem Hund spazieren gehen? Ich gehe sowieso jeden Tag spazieren. Sag mal, könntest du mir so einen ausleihen? Die sind ja wirklich eine Schau. Nee, die gehören uns. Unser Nostalgie-Milchtransport war ein voller Erfolg. Aber nur bis... Wo ist eigentlich Greg? Ja. Das ist ja jetzt alles... Ja? So wie es sein soll. Ja? Ja. Keine Probleme mit der Bewertung. Sie bekommen die volle Punktezahl. Herr Grieshaber. Entschuldigung, aber das ist so wichtig für uns. Schon gut. Kann ich ja verstehen. Sorgen Sie dafür, dass die Bernardiner-Welpen in Zukunft hier nicht rumspuken, ja? Na klar. Mhm. Ja, dann bräuchte ich jetzt nur noch das Stallbuch. Sie sagten doch, der Tierarzt hätte es versehentlich mitgenommen. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Das ist nur... Wo ist denn eigentlich mein Klemmbrett? Das ist aber... Nicht seine Absicht. So süß von dir. Ja, er kann schon abortieren. Ja, das ist mein Klemmbrett. Ja, du bist ein Schöner. So, dann nehmt euch mal Kuchen. Dankeschön. Danke. Drei sind verkauft. Ach, ihr seid ja genial. Ging eigentlich vielleicht, als wir dachten. Es lag bestimmt im alten Bollerwagen. Werbung ist alles. Ach. Ach tja, dann heißt jetzt Abschied nehmen, Karline. Mhm. Hallo. Darf ich? Gerne. Ich dachte, Sie wären in Eile. Nein, nein, ich bin sogar schon fertig für heute. Und? Alles gut? Alles gut? Alles gut. Kaffee? Gerne.
danke. Wir wollten uns ja auch noch bei Ihnen entschuldigen wegen der Milch und... Wegen der Milch? Ach so, ach, das war doch lustig. Lustig? Ja, ich meine, so ein bisschen mit Abstand betrachtet. Und außerdem konnten Sie ja nichts dafür. Daran waren ja wohl eher diese Rabauken beteiligt. Ist da eigentlich noch einer zu haben? Ich hätte gerne einen etwas ruhigeren. Dann nehmen Sie Greg. Der ist total ruhig. Wirklich? Wissen Sie, weil wenn man da immer so alleine übers Land fährt, dann ist es ja auf Dauer ganz schön langweilig. Mhm. Und da dachte ich mir, vielleicht kann er mich ja begleiten. Hm? Also, Greg ist bei uns jederzeit willkommen. Sie natürlich auch. Ja. Oder? Sorry, es ging nicht schneller. Ah, danke, dass du überhaupt gekommen bist. Sag, Hansen, ich bin der Tierarzt hier. Ich habe das Stallbuch versehentlich mit in die Praxis genommen. Ja, ist ja recht, Herr Doktor. Ich muss jetzt aber wirklich gehen. Ich schaue es mir ein andermal an. Ach ja? Ja, eilt er nicht. Komm, Kleiner. Hier, komm, Greg. Mit in die Praxis genommen. Schwänzchen rein. Darf ich mal? Nicht, dass das nochmal wegkommt. Aber ansonsten ist er wirklich ein hervorragender Tierarzt. Das war wirklich nett mit Ihnen beiden. Herzlichen Dank. Und bis bald. Muss nicht so bald sein. Kannst du mal die Hand wegnehmen? Woher? Sag mal, was ist denn hier passiert? Nichts. Frau Nissel hat bloß gerade den letzten Betten gekauft. Den ruhigen Greg. Der stellt bestimmt ihre ganze Wohnung auf den Kopf. Vielleicht sollten wir in ein paar Wochen mal bei ihr eine Prüfung durchführen. Unangemeldet. Also, habt ihr es überstanden? Ja, die Prüfung und die Bernardiner-Invasion auch. Und so fand auch Greg ein neues Zuhause. Ich hoffe, seine neue Besitzerin hat ein bisschen Geduld mit ihm.